Recht herzlich willkommen zur 184. Folge von City Skylines. Ja, wie ihr seht, ich lasse das Spiel schnell laufen. Ich habe auch durchgeforstet, dass ich wieder Häuser abreiße. Oh, was war das? Das ist irgendwas falsch gelaufen. Ich möchte nur ein Haus abreißen. Warum macht er das jetzt anders? Ach so. Ich muss erstmal den Bagger anmachen, damit ich es abreißen kann, ne? Sonst geht das auch nicht. Naja, hab durchgeforstet, dass die alle weg sind. Hab den ein oder anderen Friedhof noch eröffnet, damit wir da definitiv Leute unter die Erde bekommen, damit die nicht in den Häusern sterben. Und ja, sind jetzt auf einem positiven Ast. Wie ihr seht, sind 22.000 Dollar wieder am Laufen. Und hier sind's auch positive Zahlen. Wir haben jetzt hier gerade 10.000 mehr Einwohner gekriegt. Ja, und unsere Summe ist hier noch von, ja, ich sag mal, ich glaube 500.000 ist nochmal runtergefallen jetzt. Also wir sind da auf einem guten Weg, dass wir das hier hinkriegen, dass wir unsere Zahlen hier ins Positive kriegen. Und da müssen wir gucken, dass wir mit dem Geld, was wir haben, als erstes Stromversorgung sicherstellen. Hier diese Straße muss definitiv Wasser bekommen, damit wir da ja eine Sicherheitsverbindung haben. Und da werden wir die ein oder andere auch noch machen müssen. Zum Beispiel war das hier, dass wir da hier noch eine Verbindung auf jeden Fall herstellen. Das Kraftwerk ist hier angebunden, da angebunden. Ja, doch, das ist dann doppelt angebunden. Das geht dann schon noch. Wie sieht es denn hier mit dem Müll aus? Da müssen wir bestimmt, können wir bestimmt schon wieder was machen. Genau so ist es. Hier, die können wir aktivieren, die beiden Felder. Und ein Orange ist zurzeit zum Glück nicht da. Das aktivieren wir auch. Hier blinken sie alle oder sind gut unterwegs, ne? Ich weiß jetzt gar nicht, was mit dem. Dem fehlt eine Straße. Da müssen wir gucken, dass wir dann, ich glaube hier, ne, hier hinten noch die Straße zum Beispiel dran machen. Allerdings, ja, das macht dann auch Sinn, wenn da keiner hinfahren kann, dass der an ist. Da sollte man einen anderen machen. Da müssen wir dann schauen, was wir hier mit dem Müll machen. Obwohl, wie man sieht, wenn die deaktiviert sind, ist das da nicht drumrum, ne? Es ist dann egal, ob die brach liegt. Gut, da müssen wir nochmal genau schauen, dass wir das mit dem Müll vielleicht nochmal umorganisieren. Also nicht um, sondern auch noch ein bisschen dezentralisieren. Nämlich auf der anderen Seite vielleicht auch noch ein paar Müllberge machen, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Aber Mülldeponien sind es ja, ne? Gehen wir nochmal hier rein. Das ist einfach besser zum Sehen, zum Abreißen. Hier müssen wir zum Beispiel sowas verbinden, noch wenn das Geld dann da ist. Aber wir sind auf dem besten Weg dahin, dass wir wieder Geld bekommen. Ein bisschen hier noch abreißen. Und dann die eine oder andere Straße müssen wir halt auch noch reparieren, die wir ja aus Versehen dann abgerissen haben. Damit die Tram zum Beispiel hier hinten, die wir hier fahren kann, da war ja hier irgendwo was mit der Tram nicht in Ordnung. Die konnte nicht hier über diese Brücke fahren. Also da kann sie rüberfahren, aber hier ist irgendwo eine Verbindung, die dann fehlt. Die müssen wir dann unbedingt auch wieder hinkriegen. Hier brennt's. Ich hoffe, hier ist irgendwo eine Feuerwehr, aber sieht gerade nicht so aus, oder? Doch, da sind Feuerwehrautos. Interessanterweise fuhr das jetzt gerade schon wieder weg, oder was? Oh, das ist ein ganzes Viertel, was jetzt gerade abbrennt, oder wie? Wow. Okay. Ja, zwischenzeitlich, ich habe City Skyline Natural Disasters in Sonderangebot gekauft. Das ist drinne, ist aber nicht aktiviert. Ich weiß jetzt aber nicht, ob sowas zum Beispiel dann aus dem herrührt, dass das dann sich besser ausbreitet, auf Deutsch gesagt, ne? Sieht natürlich krass aus. Aber das kriegen die gelöscht, genau. Jetzt fehlt es nur noch hier bei den Häusern. Da steht auch keine vorne, ne? Ja, das ist dann nicht so toll. Okay, hier müsste noch was passieren, dass es nicht mehr abreißt, nicht mehr brennt. Die Feuerwehr steht gerade im Stau, wie man sieht. Da kommt sie gerade. Passiert da was? Ja, es wird gelöscht. Okay, das haben sie geschafft.
Interessanterweise fahren die dann auch wieder weg, anstatt das nächste Haus zu löschen. Das ist unser Problem. Ah, da kommt aber schon eine, die dafür auch zuständig ist. Und ja, ich hätte jetzt beinahe gesagt, die ist zu spät gekommen, aber so wie es aussieht, hat es dann doch noch geklappt. Gut, okay, da wisst ihr auch Bescheid. Wir sind bei 1,5 Millionen gut. Und ja, hoffen, dass es jetzt dann auch ins Plus langsam geht und wir dann wieder investieren können. Definitiv dann die Sicherheitseinrichtungen machen mit Backup-Stromleitungen und sowas alles, ne? Und ja, okay, jetzt friedhofmäßig sind wir jetzt ein bisschen besser unterwegs, so wie es aussieht. Es sind keine Sterbenden mehr da, während hier irgendwie was gerade blinkt. Der ist deaktiviert, ne? Kann das sein? Ja, der ist deaktiviert. Gut, dann lassen wir den auch so. Weil momentan sieht es ja ganz gut aus. Könnte aber natürlich auch sein, dass gerade die Welle der Älteren, die hier sterben, durch ist, ne? Und dass jetzt die nächste Generation irgendwann, shit, das waren gerade zwei Häuser, die nächste Generation dann erst heranwachsen muss zum Sterben. Gut. Ja, hier sieht man, das ist echt doof. Da ist jetzt der Mast. Ich weiß nicht, was dieses Symbol mir sagt. Dass da vielleicht die Wartungskosten fehlen. Das ist nämlich ganz schlecht, wenn wir da keinen Strom haben. Zum Glück geht's hier über den Pier einmal rüber. Ja. Da weiß ich auch nicht. Da müssen wir mal gucken, wenn. Aber finanziell funktioniert's ja eigentlich, oder? Wie sind wir denn da aufgestellt? Da müssen wir mal gerade reingucken. Nee, das war's nicht, das war's. Budget, Strom, das ist ja eigentlich am Laufen, ne? So, was können wir denn noch hier so ein bisschen anpassen? Was war das hier? Eins der Gebäude, die können ruhig zerfallen. Parks und Dingens haben wir schon ein bisschen hoch. Schulwesen, können wir mal auf 95 gehen. Crime haben wir auch öfter gesehen. Vielleicht machen wir das auch auf ein bisschen mehr, 85 in der Nacht. Und die Feuerwehr hatten wir gerade. Ja, machen wir auch ein paar Prozente hoch. Hier oben, das läuft noch. Ja, 20, 60, 200.000 tolle Darlehens, ne, brauchen wir nicht. Da sind wir ja schon drüber weg über diesen Punkt. Ja, Einnahmen laufen. Die sind alle glücklich und zufrieden hier. Können wir mal so stehen lassen, denke ich, weil wir nehmen ja Geld ein. Sind jetzt bei 68, nur fast 69.000 Bewohnern. Das ist schon was. 1,4 steht da jetzt schon vorne. Und müssen noch mal gucken, da war noch eins. Dass wir noch mal sauber aufräumen hier ein bisschen. Ja, hier. Es ist, guck, da wird auch schon Neues gebaut. Hier müssen wir definitiv eine Strombrücke bauen. Das geht, kann alles weg. Da ist auch noch eins. Verlassene Häuser machen den Bodenrichtwert schlechter, dadurch sind dann auch weniger Steuereinnahmen wahrscheinlich zugange. So, sieht aber gut aus soweit. Ich glaube, das kann auch weg. Das kann weg. Da wird gerade eins gebaut, dann bedeutet das, dass das eigentlich auch weg kann. Oder? Ja. Stromverbindung. Oh, da wird auch ein neues gebaut. Guck an. Da freuen die sich, weil nebenan der schlechte Haufen weg ist, ne? Hier ist die Verbindung gegeben. Okay, hier müssen wir, wie gesagt, zusehen, dass wir das Wasser hinkriegen. Das kann, glaube ich, auch weg. Das muss stehen bleiben. Das kann weg. Und wenn wir da Wasser haben, dann wird das auch besser bleiben. Dann gehen die Häuser nicht immer kaputt, ne? Ja. Da noch eins weg, da noch eins weg. Und dann, das sieht schon relativ gut aus jetzt hier mit dem Abbauen.
Ab und zu sind noch mal ein paar rote blinkende Symbole, die uns dann das kaputt machen werden, aber das kriegen wir alles in den Griff. Hier sind gar keine Symbole am Blinken, außer das hier. Keine Ahnung, was das ist. Da fehlen wahrscheinlich Waren oder sowas. Oder was ist das? Nicht genügend Verkaufswaren, siehst du? Da muss Export-Import besser laufen. Und hier unten wird sogar nach Arbeitsplätzen wieder gefragt. Dann lass uns mal gerade das anmachen. Hier ist... Oh, hier geht sogar noch was. Nee, das war falsch. Lass uns da noch ein paar hinmachen. In den Agrarbereich. Der läuft ja dann. Ja, hier ist im Hinterbereich noch was machbar. Obwohl das da Blödsinn ist, aber da steht jetzt einer. Das lassen wir so. Und hier haben wir Industriegebiet, wo hier unten vielleicht noch zwei Flächen sein könnten. Und hier vorne, wie sieht es dann hier aus? Hier haben wir umstrukturiert nach Bürogebäude am Hafen. Oder am Wasser, sagen wir mal lieber am Wasser. Ja, hier geht noch was, ne? Hier haben wir ja noch reichlich Möglichkeiten, ne? Ganze Straßenzüge können dann noch... Oh, hier müssen wir was abreißen. Da hat viel gewütet, ne? Das weg. Ja. Dann sieht's hier auch ganz gut aus. So ein paar Häuser sind noch dazwischen. Ja, es fehlen noch Arbeiter, dann hören die auch irgendwann auf, hier ihre Produktion hier liegen zu haben, ne? So, das noch weg. Das noch weg. Läuft, ne? So, wir sind bei 1,3 Millionen. Gehen da auch schon drunter. Wir haben auch 30.000 hier. Das ist schon mal eine gute Zahl. Da ist noch eins abzureißen. Hier fehlen Waren. Da auch. Da müssten wir uns dann auch irgendwann mal drum kümmern, dass sowas dann läuft mit Import, Export und so. Aber momentan sieht es richtig gut aus. Bis die nächste Welle mit den Toten wieder kommen, ne? Dass unsere... Sag schon, Friedhofsfritzen da nicht mehr richtig arbeiten, ne? So. Da hinten haben wir Müllproblem. Das werden wir dann auch in Angriff nehmen. Parks. Friedhöfe sind hier noch am Blinken. Warte mal, dann lass uns mal gerade die Friedhöfe nochmal angucken. Ist das Räumung beendet? Ich glaube ja, ne? Ach so, dann müssen wir das ausmachen. So. Mehrere Probleme, ne? Wird geleert, ist aber auch aus, okay. Was haben wir hier? Taxigebäude ist abgeschaltet, ja. Haben wir irgendwann gemacht, ne? Weil wir da Geld sparen mussten. Ist die Frage, ob das hier dann noch laufen kann mit den Taxis. Da, was ist das? Auch. Ne, da ist was anderes. Nicht genügend gebildete Arbeiter fehlen da. Okay. Da ist die Ausbildung gefragt. Und das ist hier auch schon. Das heißt, die Uni braucht Geld. Die beiden reißen wir gerade ab. Hier drüben fehlt Waren. Der Pony ist da noch. Die müssen wir auch noch verschieben dann. Ja. Sonst sieht es eigentlich einigermaßen aus. Was ist das für ein Symbol hier? Kranke Bürger, okay, aber da gibt es doch bestimmt einen Arzt. Aber das liegt daran, dass die Bürger direkt hier neben der Industrie sind, ne? Wahrscheinlich. Hier fehlen die gebildeten Arbeiter, was ist das? Ja. Was macht denn das Schulwesen? Das ist aber eigentlich alles gut. Okay, dann liegt es an der Evolution, ne?
insgesamt ist es dann doch schlecht, oder wie sehe ich das? Auch wenn da Kapazitäten sind. Hier ist nur eine Uni, oder was? Ist die an der schlechten Stelle, oder wie? Aber es ist ja auch interessant, dass gerade da, wo die ist, auch darum wenig gebildet sind, ne? Also. Komisch. Ach so, wir müssen vielleicht hier die Uni auch anklicken, ne? Aber das ist sie doch, oder? Ja. Ist die Frage, was man damit macht, ne? Noch eine zweite errichten oder nicht? Ach, da ist doch eine zweite, guck. Ist das wirklich eine Uni? Gucken wir doch mal gerade das aus. Universität, ja. Hier war die zweite da, ne? Auch eine Uni, genau. Gut, dann nochmal das an. Weiter rauszoomen. Zwei, ja, das würde bedeuten, man müsste hier vielleicht noch eine hinstellen. Oder ist da sogar noch eine, die nicht aktiv ist? Gucken wir mal. Ja, wir haben auch eine dritte. Was kostet die uns? Hm, weiß ich nicht, da wollte ich jetzt nicht anmachen. Dann gucken wir lieber eine laufende an. Die kostet uns 1500. Gut, okay, dann würde ich fast sagen, lass uns die anmachen, oder? Komm, zack, da freuen sich alle. Wie weit hatten die Auswirkungen? Oh, die wirkt sich ja aus bis zu der da, ne? Ist natürlich. Hier hat es natürlich nicht geklappt wahrscheinlich, ne? Aber okay. Ist so, läuft aber. Gut, ein bisschen dunkel gerade. Machen wir wieder Licht an, wenn wir in das Stromgebiet gehen. So. Das weg. Ja, das ist hier. Frage, was damit passieren kann oder nicht. Wieder ein bisschen durchforsten nochmal. Und gleich haben wir die Millionengrenze erreicht, ne? Habe ich ja nie gedacht, dass wir da mal von 22 Millionen nochmal hinkommen, ne? Das läuft. Da blinkt einer nicht. Das heißt, wir können den mal gerade wieder einschalten. Räumung beenden. Da ist auch noch einer. Die blinken alle, sind aus. Der da kann auch benutzt werden wieder. Ja. Läuft erstmal. Was machen unsere Ärzte eigentlich? Okay. Es gibt überall verstreut was. Krankenhaus, Ärzte. Ja, das sieht eigentlich gar nicht mal so schlecht aus, aber es ist vielleicht zu viel auf gewisser Weise, ne? Weil es ist ja alles grün, ne? Die, die jetzt aus sind, die sind alle zu viel. Ja, würde ich sagen, ne? Da kann man dann welche abreißen, würde ich sagen. Also erstmal gucken. Das ist wirklich eine Arztpraxis. Und die in der Mitte, die kann auf jeden Fall weg. Wenn, dann kann man die untere noch anmachen. Ich weiß aber nicht 100%, ob es eine Arztpraxis ist. Das wollen wir lieber erst angucken, oder? Das ist eine Sauna. Aha, da haben wir schon. Eine Sauna ist das, ist keine Arztpraxis. Die würde ich dann ja schon fast stehen lassen. Aber das ist eine. Ja, die heiß weg. Ja, die war doch sowieso nicht an. Und dann seid ihr noch mies drauf, kaum zu glauben, oder? Gut.
Ja, da müssen wir dann weiter gucken, wie wir das angehen. Das kann weg, das auch. Da hapert es gerade an Arbeiten wahrscheinlich. Und wieder aufräumen, ne? Das wegmache, ist, glaube ich, der Strom weg. Und das geht. Oh, schade, da war das falsche Haus bei. Gut, okay. Das ist erstmal alles soweit am Laufen noch. Wir sind kurz davor, ins Plus zu kommen. 940.000. Aber ich glaube, das werden wir in dieser Folge dann auch nicht sehen, sondern das werden wir in der nächsten Folge sehen. Ich bedanke mich dann erstmal recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.